ausgelaufen. Ei, gute Wie. Irgendwer kam gestern auf die glorreiche Idee, bis 5 Uhr morgens saufen zu gehen. Ja, war nicht die beste Idee, ne? Aber egal. Weil heute gibt's ein fettes Spiel und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Vielleicht brauche ich einfach nur einen Konter-Appleboy und dann geht's auch wieder besser. Wer weiß es denn? Warum? Aber ich meine, es geht gegen den Big City Club. Ja, wir müssen ernst bleiben. Es geht gegen den Big City Club. Es geht gegen den Big City Club. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Alter, was ist denn bitte Philipp Max auch für ein krasser Transfer? Ich hatte ihn auch null auf dem Schirm, ne? Also bei Augsburg, der war doch diese eine Saison doch richtig krass, oder nicht? Bin ich mal gespannt. Passt gut zu uns. Aber egal. Eine Schüssel Kartoffel hat vielleicht Auflauf und ich komme wieder im Reich der Lebenden an. Oh. Also, ich werde mit dem Auto ins Stadion gefahren. Wird lustig, haben sie gesagt, ne? Im TT hinten sitzen, richtig geil, Leute. Richtig geil. Man darf 1,50 Meter groß sein, ansonsten passiert das. Man sieht's nicht mal. Aber ich sitze hier schräg. Naja. Eigentlich wäre ich ja jetzt sehr schadenfroh wegen Bobic bei seinem Big City Club. Aber wir haben dem Mann schon viel zu verdanken. Das war genau der Richtige. Das war genau das Beste mit so einem niedrigen Budget. Wir haben einfach einen Schwaben gebraucht, der da richtig günstige Dinge eintütet für uns. So allein das mit diese Weiterverkaufsgebühren und wir dann den Rebic, weil wir 50% abgeben müssten, für 20 Millionen verkauft und dafür André Silva für 20 Millionen gekauft hat oder irgendwie sowas. War schon krass, was der bei uns gemacht hat da teilweise. Oder war Bobic nur so krass wegen Ben Manga? Wie seht ihr das? Das war aber auch 8, oder? Und jetzt noch einer für die Galerie, komm! Sehr gut! Spieler auch halten können als Eintracht Frankfurt Scout. Die Heilige Lisa, Mädchen und der Arme.
Hertha auch schwächer als Schalke? Also ich fand Schalke stärker als Hertha. Obwohl Hertha einen viel teureren Kader hat. Und ja, was bleibt natürlich zum Spiel noch zu sagen, außer Golo, 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 Mani. Nochmal ein kleiner Extra-Dank an die Deutsche Bahn. Nachdem unser Zug schon 20 Minuten zu spät ankam, war gefüllt mit Polizisten, die uns direkt wieder raustreiben wollten, dann haben sich doch alle reingesetzt, ein Linienzug wohlgemerkt, haben sich alle reingesetzt, dann fängt die Polizei an, alle wieder rauszutreiben von hinten. So mit Androhung von Gewalt. Alle raus und gehen da durch. Und wer jetzt nicht so bei der ersten Aufforderung geht und so, der wird dazu gezwungen, so auf den. Alle werden rausgetrieben mit Androhung von Gewalt, stehen ein paar Minuten draußen, alle regen sich auf. Ja, ihr könnt alle wieder rein. War Fehler. Der Zug war anscheinend blockiert für Karlsruhe-Fans, ist aber irgendwie falsch geparkt, ist an der falschen Stelle rausgekommen und wurde dann alles auf die Deutsche Bahn geschoben von den Verantwortlichen vor Ort. Heide!